prachtvoll und mondän wie zu großherzoglichen Zeiten. Lange mussten die Neustrelitzer darauf warten, in die Orangerie am Schlosspark zurückkehren zu können. Schon 2017 begannen die Vorplanungen zur Restaurierung, 2020 starteten die Arbeiten unter Federführung des staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg. Kurz vor Ostern öffneten sich dann die Türen der restaurierten Orangerie Neustrelitz für Besucher und gaben den Blick auf klassizistische Skulpturen und Wandmalereien frei, die nun in neuem Glanz erstrahlen. Wir sind gerade reingekommen und sind uns sehr überrascht. Sieht wunderschön aus. Ich bin überrascht, was da draus geworden ist. Also ich bin überwältigt von dem. Ich kenne das ja auch schon von früher mal so zu Silvesterfeiern und so weiter, ne? Also mir gefällt es ganz toll. Und für die Touristen wird das schon von Bedeutung auch sein, dass sie hier mal einen Kaffee trinken können und nicht wer weiß, wie weit in die Stadt laufen müssen. Verantwortlich für das gastronomische Angebot sind die Betreiber des Neustrelitzer Privattheaters Schiefe Ebene. Mit dem Café Ora wollen sie in Zukunft Gäste und Einheimische bewirten. Ihr Interesse an diesem besonderen Veranstaltungsort wuchs schon vor 6 Jahren. Es wurde damals immer gemunkelt. Was wird es denn? Wird es nur ein Museum oder wird es wieder ein öffentlicher Ort, also mit Gastronomie? So, irgendwann sickerte dann durch, dass dann doch die Gastronomie wieder etabliert sein soll. Und dann haben wir natürlich gesagt, gut, wir können in der Größenordnung und die Anforderungen, welche durch das Land und durch die Bauherren der SBL Neubrandenburg gestellt wurden, die können wir erfüllen. Alleine Kultur, damit kennen wir uns aus. Theaterbetrieb im Privatbereich, den haben wir, da wissen wir, was wir da tun. Und natürlich auch die Gastronomie, die können wir natürlich auch. Also haben wir das, was wir bisher gemacht haben, in ein Konzept gepackt, haben uns damit beworben und letztendlich den Zuschlag erhalten. Vorgesehen sind Lesungen, Kammer- und Klavierkonzerte, aber auch für Hochzeiten, Tanz- und Privatveranstaltungen bietet die Orangerie mit ihren 3 Sälen ausreichend Raum. Darüber hinaus sieht das Konzept Abende mit besonderer Menüauswahl vor, an denen Gastronomie und Kultur zusammenfinden. Für ähnliche Veranstaltungen mögen Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon die ehemaligen großherzoglichen Landesherren dieses Gebäude vorgesehen haben, als es vom Gewächshaus für exotische Pflanzen zum Gartensalon umgestaltet wurde. Erbaut wurde die Neustrelitzer Orangerie ab dem Jahre 1753. Letzte Anbauten, die in die Restaurierung mit einbezogen wurden, entstanden in den 1930ern. Ein Küchentrakt aus den 70er Jahren wurde abgerissen. So spiegelt das heutige Erscheinungsbild den baulichen Zustand von 1938 wider. Es ist für viele auch Erinnerung. Ne? Hier gab es einen Kindergarten, habe ich heute zum Beispiel erfahren. Viele Leute haben den besucht und haben heute im Endeffekt das Haus nach der Sanierung jetzt wieder gesehen. Oder auch haben hier drinnen früher geheiratet oder auch Empfänge, Bälle erlebt. Und nach der langen Schließung ist es nur so gewesen, dass man als Schweizer echt drauf gewartet hat, dass hier endlich wieder Leben einkehrt. Ne? Das ist toll. Insgesamt wurden in die Restaurierung der in Landesbesitz befindlichen Neustrelitzer Orangerie 10,5 Millionen Euro investiert. Unterstützt wurde das Vorhaben mit EU-Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.